Guten Tag, mein Name ist Werner Wegerich, ich bin Wagentechniker, also Wagen mit Doppel-A. Eine Frage an Sie, kennen Sie eine Firma, die keine Wagen hat? Bestimmt nicht. Briefwaage, Paketwaage, Kranwaage, LKW-Waage, alle möglichen Wagen gibt es. Die, wenn Handel über die Wagen betrieben wird, geeicht sein müssen. Sie müssen auch geprüft sein, wenn die Firmen zertifiziert sind, aber es geht jetzt erstmal um die Eichungen. Früher ging das ein Eichfahrzeug mit Eichbeamten und Gewichten in der Größenordnung von 3 Tonnen ungefähr, fuhren die Kunden ab und haben die Wagen nachgeeicht. Dieser Service ist durch die Einsparungen von Beamten und LKW weggefallen. Inzwischen sind die Firmen wieder selbst auf sich gestellt, müssen für die regelmäßige Eichung sorgen. Das heißt, sie müssen einen Termin mit dem Eichamt abmachen, dass ein Eichbeamter kommt. Sie müssen Gewichte organisieren, also mal schnell einen LKW mit Fahrer zum Eichamt schicken, falls das gerade auf hat, und Gewichte abholen, abladen, aufladen und so weiter. Zusätzlich müssen zur Eichung beim Eichtermin dann die Wagen auch justiert werden, falls sie nicht stimmen. Also hat ein Wagenbetreiber, wenn er das alles selber macht, das Problem, wenn die Waage nicht stimmt, muss er anschließend jemanden beauftragen, die Waage zu justieren und hinterher ganze Prozedur wiederholen. Das kostet sehr viel Geld und Zeit. Unter anderem müssen auch die Gewichte von den Eichämtern bezahlt werden, Miete, Leihgebühren. Diesen Service übernehme jetzt ich. Seit 2013 bin ich auf dem Markt und versuche möglichst viel in dieser Richtung den Firmen zu helfen und natürlich auch mir. Zusätzlich bei zertifizierten Firmen ist ja erforderlich, dass Prüfmittel geprüft werden. Also Schiebleeren oder Messuhren und auch Wagen. Diesen Service biete ich auch an, weil das meistens durch externe Firmen durchgeführt werden muss. Mit Zertifikaten und so weiter. Das alles ist bei mir immer zum Festpreis.